Hallo, hier ist euer Silberfuchs und ich möchte euch diesmal den Jahrgang 2005 der 10 € Silbergedenkmünzen vorstellen. Wieder mal in diesem Set, in dem das früher herausgekommen ist. Das wurde von der Deutschen Bundesbank so herausgegeben. Alle Münzen eines Jahrgangs. Auf der Rückseite könnt ihr die Daten der Münze sehen. Die Silbergedenkmünzen mit 10 € Nennwert. Die von 2002 bis 2010 in 9,25er Sterling-Silber herausgegeben wurden. Ihr seht 18 Gramm Raugewicht. Das ergibt 16,65 Gramm Feingewicht. Der Durchmesser von 32,5 mm. Und die Prägequalität für dieses Set ist Spiegelglanz. Die Münzen wurden aber natürlich auch in Stempelglanz in weit höherer Auflage herausgegeben. Die Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik war die Ausgabestelle, bei denen konnte man damals diese Sets beziehen. Jetzt kriegt man sie natürlich über den Sekundärhandel. Also, dann zeige ich euch mal die verschiedenen Motive. Auch dieses Jahr wieder gab es eine Münze mehr wegen der Fußball-WM, die 2006 dann in Deutschland stattgefunden hat. Weiter ist der Nationalpark Bayerischer Wald. Dann der 200. Todestag des Dichters Friedrich von Schiller, Albert Einstein, 100 Jahre Relativität, Atome und Quanten, 1200 Jahre Magdeburg und 100 Jahre Friedensnobelpreis Bertha von Suttner. Also wieder mal eine bunte Mischung an Anlässen, die da gefunden wurden, um Motive für die Münzen zu haben. So. Dann kommen wir jetzt zu den Münzen selber. Hier seht ihr auch wieder die Zusatzinformationen, die da zusammengetragen wurden, wo man kurz und knapp die wichtigsten Sachen erfährt, die man wissen muss über die Münzen, die Anlässe, die für die Motivwahl halt herhalten mussten. So, ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Und ich zeige euch natürlich die Münzen auch noch im Einzelnen genauer. Also relativ schön gelungen wieder diese Motive dieses Jahr. Ist natürlich Geschmackssache. Was nicht Geschmackssache ist, sage ich mal, das ist der Nennwert, der eingebaute und der Silbergehalt der Münzen. Also ist die Kombination von beidem ist halt das, was den Reiz der Gedenkmünzen eigentlich ausmacht. So, dann zoome ich mal ran und werde euch die einzelnen Motive ein bisschen genauer zeigen. Ihr seht auch wieder einmal die Randschrift, die man ja in dieser eingeschweißten Form hier nicht so sehen kann. Die ist immer bei den Münzen drumherum geschrieben. Die Welt zu Gast bei Freunden war ja das Motto der Weltmeisterschaft damals, bei der Deutschland übrigens den dritten Platz belegt hat. Dann haben wir die Nationalpark Bayerischer Wald. Dann der Friedrich von Schiller. Da ist die gute Bertha von Suttner. Zitat von ihr, die Waffen nieder. Magdeburg, 1200 Jahre Stadtjubiläum. Und hier schön ein Bildnis von Albert Einstein, wo die Gravitation und die Raumkrümmung und auch seine Formel E gleich mc hoch 2 abgebildet sind. Also wieder mal relativ hübsche Motive für dieses Jahr und ich zeige euch auch noch mal die Wertseiten genauer im Detail. So, fange an hier oben. Das ist die Fußball-WM. Sehr schön auch zu sehen, also die Erhaltung von den Münzen. Da ist der Bayerische Wald. Die Erhaltung ist wirklich nicht von schlechten Eltern in dieser Form, wenn man die Münzen in diesen Sets bekommt. Man bezahlt halt ein paar Euro mehr für die, aber hat die dafür in dieser Form.
Da ist Schiller, da ist die Bertha von Suttner. Und wie immer ist der Adler im Design her angepasst. Das sind jetzt in diesem Jahr so ein paar Fälle, wo mir jetzt weniger gefällt. Also das fällt auch hart unter den Begriff Geschmackssache. Kann man mögen, muss man nicht. Da ist dann. Entschuldigung, ich bitte auch die Kameraführung zu entschuldigen, wenn ich hier heranzoome. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Da habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das besser lösen kann. Das Wichtigste ist, denke ich, dass man die Motive gut zu Gesicht bekommt. Und auch die Prägezahlen, die möchte ich euch noch sagen. Und zwar von der WM sind wie auch im Jahr davor 4 Millionen Exemplare in Stempelglanz und 400.000 in polierter Platte herausgegeben worden. Die anderen fünf Motive, die haben 1.800.000 in Stempelglanz und 300.000 in polierter Platte. Das waren so die Prägezahlen. Der Silberpreis, der ist in diesem Jahr bei etwa 5 Euro gestartet und im Laufe des Jahres mit den üblichen Volatilitäten, also mit den Schwankungen, bis auf 7,50 € gestiegen. Damals ging es also schon langsam aufwärts mit dem Silberpreis. Da hat man gemerkt, es tut sich etwas. Wohin das dann führen würde, das wusste man natürlich noch nicht damals. Man konnte mit der Prägezahl der Münzen auch nur reagieren im Nachhinein auf die Nachfrage und die Situation am Markt, was halt auch den Preis des Silbers anging. So, das war's von mir, euer Silberfuchs.